Nachhinein sprechen. Es ist Krieg, die Santa Clouds gegen Kopschni drinnen. Denke ich mal, dass man es irgendwie so ausspricht. Ich habe keine Ahnung, woher die Jungs sind. Die sind aus Polen. Herzlich willkommen. Genau, ja, es steht hier relativ schlecht. Also hier geht's noch. Aber ihr seht auch, was da für Devs stehen. Es ist schon heftig, ne? Und diese roten Tanks, die Aradia und Hathor, die machen uns ganz schön zu schaffen. Aber ja, so ist es halt. Ne? Manchmal trifft man einfach dann auf Allianzen, wo es heftig ist und wo man eventuell keine Antworten haben oder nicht durchgängig antworten. Schauen wir uns das an, wie die Kämpfe laufen, und dann werden wir ja sehen, ob ich genug Antworten habe. Ne? Also erstens Antworten und zweitens natürlich brauchen wir auch ein paar Steine. Und ich sag's gleich im Vorweg, wie gesagt, das Video ist nachkommentiert, weil ich das Mikrofon nicht richtig eingesteckt hatte. Da kommt nachher ein Kampf, wo ich nicht weiß, wieso meine Lijou nicht voll war. 7 Steine im Spiel, was dann echt nervig. Aber ja, so ist es halt. Da habe ich bestimmt den einen oder anderen Fehler drin. So, jetzt sehe ich hier, dass ich hier ziemlich lang gucke. Wir gucken uns natürlich immer noch die Gegner an. Also wie gesagt, vornehmlich rote Tanks. Ein paar davon gelb, ein paar davon andersfarbig, aber vornehmlich haben wir hier Aradia und Hathor. Was es nicht leicht macht. Aradia ist einfach mega, mega krass nervig. Wir haben hier den Boss mit Fortuna daneben, Mioni und 2 Gelbe auf der Seite. Gehen wir gleich rein und holen uns den. Ja, wenn da was auslöst, ne, überall 30er Magier, außer bei den Gelben, ne, da auch. Wenn da was auslöst, dann hast du ein Problem. Also vor allem halt, wie gesagt, der Tank. Aber die Flanken sind nicht besser, ne? Fortuna mit dem ewigen Dispel und den Fiends, gegen die man arbeiten muss. Aber er muss ja weg, wie sonst jeder auch, ne? Von dem her. Was bleibt einem groß? Ja, die erste Überlegung ist natürlich das Spotterteam. Ich habe meine Teams nicht sortiert, weil ich umgestellt habe. Muss man ein bisschen daran arbeiten, dass ich die immer vorbereitet habe für einen Krieg. Weil das ist nervig. Es gibt nichts Nervigeres, wenn du die Teams nochmal umstellen musst. Vor allem unterlaufen, zumindest mir unterlaufen dann auch viele Fehler. Na, ich packe dann aufgrund von einer schnellen Überlegung oft jemand anders rein, wie der eigentlich drin war. Und das ist komischerweise dann auch meistens fatal. Von dem her, ja, genau, so ist es. Jawohl, nochmal zurück überlegt, wie immer. Ihr kennt mich mittlerweile, ne? Ich muss das oft nochmal sacken lassen, nochmal überdenken kurz. Aber dann soll es auch losgehen. Entschuldigung. Ich bin immer noch mega erkältet, ich soll meinen Corona-Test machen. Aber ja, wie es halt ist, ne? Man vergisst es immer schnell, dass es mal anwesend war. Ich bin da eh nicht, obwohl ich der Erste wäre, der ins Fett umleddern wird. Eventuell. So, schauen wir uns das Sport an. Da ist natürlich nicht viel. Ne? Wir haben den Alpha-Sport, aber wir haben halt auch den Gegenschlag hier durch die Alpha-Power von Aradia. Das ist ein bisschen nervig. Entschuldigung. Weil alles, was du da reinspielst in deiner Farbe, hat direkt wehtut. Ne? Also die ist echt dreckig, Aradia. Ich hätte mehr beschwören sollen. Aber ich habe Yana gekriegt. Ich habe Cell gekriegt. Cell mit dem neuen Magier. Mit dem blauen. Glaube ich, dass man sie fast schnell machen könnte. Wenn noch ein anderer Mana-Booster drin ist, könnte man langsam fast schnell machen. Es war natürlich suboptimal, dass da so viel hoch ist, aber ich muss ja irgendwie für Bewegung sorgen.
Sie hat ihr Vorsitz schon ziemlich wehgetan. Und der Schutz ist weg und es fliegt wieder hier rein und sie löst nochmal aus. Oder halt auch nicht. Da habe ich natürlich fett Glück gehabt. Das war vielleicht ein Fehler, ich hätte auf Mioni gehen sollen, weil nur da drüben habe ich Steine. Ja, und hier der Defense Down gegen Spezialattacken, ja, wird nicht reichen. Ich habe Milena zum Glück nochmal, was Fortuna dann schon richtig weh macht. Das Problem ist, Mioni wird kommen. Ich entscheide mich jetzt auch, glaube ich, auf die andere Seite zu gehen. Wie gesagt, da bin ich halt, nehme mir eine Seite vor und dann sehe ich aber, dass auf der anderen Seite da die Steine sind und schwenkt dann nochmal ab. Das muss besser werden. Entschuldigung, ich bin mega krank. Irgendeine Scheiße hat mich erwischt. Ja, und das hat ihn nicht gekillt. Das ist natürlich mega ärgerlich. Sie dispellt hier alles. Mioni löst aus. Und ich habe hier aber mein Horsehorn und vor allem mein Spott, der wichtig wird, weil Ogima halt gleich kommt. Ogima haut natürlich doppelt fest zu wegen den Minions, aber irgendwas musst du ja spielen gegen ihn, ja. Und wenn ich Spott, was dann? Und ich habe halt, ja, der Ritter ist nicht doppelt, also mit doppelt Limit Break und dann wird schwer, was spielst du dagegen? Zum Glück ist er recht beefy. Weil er ja voll auf Death getrimmt ist. Ja, das muss reichen, ey. Das muss reichen. Das Schild ist natürlich oben, aber das ist überall oben bei denen, ne? Nee, bei Anne ist es nicht oben. Und jetzt entscheide ich mich für die Seite. Ich weiß, das ist immer wieder das Gleiche. Ich weiß, ich sollte erst eine Seite fertig machen, aber ja, ist einfach so. Manchmal so, jetzt haben wir zum Glück wieder blau, aber Mioni ist auch wieder kurz davor auszulösen und wir wissen, die Ninjas, wenn sie wenig Leben haben, dann lösen die eben auch aus. Sie dispellt hier uns wieder alles runter. Ja, zum Glück Milena ist auch auf 2, hier hat Ausweichen gefunzt. Das Hippo ist noch an. Und da seht ihr mal, wie schwer ich da durchkomme, ne? Gegen diese Dev. Ich weiß nicht, so viel Fluchen ist da. Wie beefy die sind, ne? Das reicht immer noch nicht. Fast am Verzweifeln. Aber letzten Endes hat es geklappt und alleine das zählt, ne? Das war Angriff Nummer 1 hier gegen Charlie. I am Charlie. Und I am Eska. Guten Tag. So, weiter Ausschau halten am nächsten Gegner. Das ist gar nicht so leicht, ne? Du willst ja keine Fehler machen. Und was für ein Target nimmst du dann? Dass du dir einigermaßen sicher sein kannst, dass du es auch wegkriegst. Und noch dazu eine Verantwortung auch gegenüber der Allianz zu haben, wie sie jeder hat, ne? Der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, was für ein Kader da ist. Von dem her, ja. Und meiner ist ja jetzt nicht allzu schlecht, meine Truppen sind noch mies und das sehen wir auch gleich. Und ich weiß, Leute, da ist noch viel Arbeit drin und da war auch ein mega fetter Denkfehler drin und der hat mich eigentlich angekotzt. Ich habe das null verstanden, aber jetzt im Replay vielleicht besser für mich auch zu verstehen, wieso meine Lijou nicht voll war. Weil, also daran ist der Kampf verloren gegangen, dass ich nicht silenzen konnte. Schluck Kaffee, muss gleich in die Apotheke. Da brauche ich ein bisschen, da ist er.
Und jetzt Achtung. Achtung, Achtung, und auch noch mein Erlang verballert, oder? Nee, zum Glück nicht. Nee, doch. Mäh. Absolut mäh. So, Ritter und Ritter immer zusammen mit Garnett. Nochmal umentschieden, Levena. Weil zwei Heiler, da brauche ich keinen Ritter. Ja, genau, sie ist halt auch voll mit der Alpha-Power, ne? Angriff verstärkt, aber das Passiv ist halt auch nochmal voll auf Leben. Und er hier mit seiner blöden Deckung, die er noch gibt, ne, da kannst du dann auch nichts machen. Der Panther ist sauschnell und mega gefährlich. Alles doppelt gebreakt. 29er Sticks, Magier, also vom Feinsten, was da abgeht. So, und jetzt Achtung, 20er, 14%, Doppelkostüm. Nochmal 4%. Sera, ich schicke dir das Video mal, schau dir das mal an, das verstehe ich nicht. Vielleicht jetzt auch im Replay ist es verständlich. Aber vorher habe ich echt an mir gezweifelt im Kampf. Aber das war 6 Uhr, nochmal was, ich bin scheiße müde. Entschuldigung, so sollte man halt auch nicht kämpfen, ne? Dann sollte man noch ein bisschen warten, bis man fitter ist. Ja, jetzt zweifle ich wieder, schaue mir das Ganze nochmal an und sehe dann aber zweimal Heiler. Zweimal Heiler und Spotter. Es sind ja zwei Top-Heiler eigentlich. Garnett ist jetzt ein bisschen outdated. Also was heißt outdated? Aber sie ist ein bisschen älter. Trotzdem ist sie ja immer noch mega schnell. Und ich habe hier einen Baden drin. Das ist das Nächste. Ja, also hab hier einen Baden drin. Da müsste ja normalerweise in 7 Steinen wirklich alles voll sein. Ja, das dauert wieder. Ihr kennt mich. Manchmal brauche ich einfach ein bisschen länger. Ich nehme es dann halt immer auf. Ich sollte nochmal auf Pause drücken. Oft vergesse ich es einfach und lasse das Video laufen und denke mir dann nachher, wow, das dauert ja ganz schön lange. Okay, keine Liju. Nochmal drüber geguckt. Verzeiht mir, jetzt muss ich auch noch das Ziel neu suchen und jetzt nehme ich, glaube ich, Lichu wieder mit rein. Sorry, ich müsste es rausschneiden eigentlich, aber jo. Ist halt so, ihr hört ja dann auch immer meine Gedankengänge. Ja, das ist abgefuckt, SK, ey. Mach das raus. Das will niemand sehen, ey, wie du da 30 Stunden überlegst, bis du ein Team zusammen hast. Jetzt aber, let's go. Und dann keine Lijou drin, aber trotzdem nicht voll. So, wir haben hier einen roten Diamanten right from the start. Dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht der Kampf, oder? Ist ja egal, schaut es euch einfach an. Hört meinem Gelaber ein bisschen zu. Und genau, ich brauche den Dia nicht. Und eigentlich brauche ich meinen Ritter auch nicht, weil dann noch nichts an ist. Ich suche so ein bisschen Geld. Spiel die offensichtlichen natürlich erstmal so. Und jetzt wird es halt schon eng, ne? Der droppt es natürlich einmal, glaube ich dann. Also da hat er 1500 gefangen. Das interessiert ihn auch noch nicht wirklich. Ich habe geguckt, ob da vielleicht ein Gelber mit reinrutscht. War mir aber klar, dass der Panther kommt. Jetzt hat er es auf 1 gedroppt. Nice to have it. Und ihr seht, da kommt nichts nach. Dann wird es halt auch schwierig.
Wie komme ich denn aber auf Lijou, ey? Ihr seht zwar verdammt früh. Aber ihr seht schon, ne? Kein Gelb, was soll ich machen? Ich könnte mit dem Blauen einen rüberziehen, dann hätte ich ein gelbes Match, das bringt mir aber nichts, ne? Ich brauche so, wie es jetzt gerade aussieht, meine Nemesis mindestens auf 2, dass das reicht für einen Tank. Schaut euch die Heilung an, da kommt nichts mehr durch. Also Erlang und sie kommen da durch, aber dann brauche ich sie auf 2. Und jetzt hat Anne ihm richtig wehgetan. Und jetzt können wir hier auch was rausnehmen. Das Problem ist so ein bisschen, dass der Panther kommt und dass nicht mehr viel Heilung geht. Natürlich ist Ries eine gute Heilerin, aber sie macht da keine Überheilung. Das pumpt sie genau raus, das ist schon mal gut. Und ich spiele das offensichtlich Gelbe, aber kein Spot an und der Panther fährt mehr drüber. Das Problem ist so ein bisschen, dass Jove gleich kommt. Und das war Kacke. So, Jove überlebt noch was. Eigentlich genug. Und mit den 2 Heilern bin ich hier, wie gesagt, auch einigermaßen gut aufgestellt. Und das sollte reichen, jawohl. Dann haben wir hier nochmal rot und oben nochmal gelb. Womit schon, ja, das weil, hätte man wissen können, dass der hochgeht. Anne tut jetzt richtig weh, aber ich habe gleich danach Heilung. Ja, okay, sie sniped halt. Die gute Nemesis raus. So, und dann haben wir hier noch Jove gegen Erlang praktisch. Jove keine Heilung, Erlang Doppelheilung. Und dann macht Erlang das auch ziemlich schnell klar. Ich verweigere hier noch die gelben Inin zu spielen, weil ich durch den Badenbonus halt gleich wieder voll bin und weiß, dass ich ihm nochmal wehtun kann. Das killt ihn dann auch, den guten Bruder. Dann kommt da jetzt der Kampf. Sorry für die lange Zwischenpause. Ich schneide das in Zukunft raus. Ne? Müsst ihr mein Gelaber noch eine Minute länger ertragen. Frechheit. Ja, dann kommt der Flip. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Kennt ihr das noch? Boah, das ist mega alt. Geil. Geiler Scheiß. Ja, von 16 auf 52 innerhalb von ein paar Tagen. Wir haben Platz 16, ne? Aber das sind immer nur Momentaufnahmen. Wir bewegen uns stabil in den Top 100, das ist völlig in Ordnung. Ich brauche das nicht. Ja. Da oben. Das ist weit genug oben, sag ich mal. Ich freue mich natürlich, wenn es Platz 16 ist und finde es auch geil. Aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich überlegst, ne, ich muss es nicht ständig haben. Ja, das darf auch mal ein bisschen weiter runtergehen auf 50, 60 und dann wieder hoch und dann passt es auch. Solange wir uns in dem Segment halten können, ist für mich super. Ne, habe ich Bock drauf. Macht mir noch Spaß, kommen auch mal Kriege, wo nicht immer nur Horror-Tanks stehen oder so, wo du auch mal eine Auswahl hast, ein bisschen, das finde ich fein. Das finde ich fein, das Leben ist hart genug, ich muss mir da nicht jeden Tag den Kopf brezeln. Das Leben ist hart. Das ist nicht, Mann, das ist geil. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, also, ich brauche das einfach nicht mehr. Ich könnte Top 5 oder so. Nee, Mann. Also, wenn ich die Läden noch hätte und am Tag 1.500 Euro, 2.000 Euro Umsatz, vielleicht würde ich dann so viel beschwören auch und ballern halt, ne, dass ich da oben mithalten kann. Und trotzdem würde ich es nicht wollen, ey.
weil wir sehen es an Nisra, ne, dass nicht nur die Helden einen guten Spieler ausmachen, ne. Du kannst jeden Helden haben und trotzdem nicht top sein. Ne? Das sind andere. Guckt euch Jay Voss von Gypsy Danger an, ex-Gypsy Danger. Schaut euch dem seine Videos auf YouTube an. Da seht ihr, der hat nicht immer die ganz, ganz krassen Helden und hat nicht sechs Brutalo-Teams mit übel. Na, und trotzdem gewinnt er seine Kämpfe. Also da ist schon auch viel anderes dabei als Geld. Aber Geld spielt natürlich eine Rolle. Das wissen wir alle bei Empires. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Also ich nehme das an und ja, ich meine, ey, Top 100 passt. Ja, Ferus ist natürlich gefährlich. Der Blutungsschaden, also das, wenn du das nicht reinigst, dann Problem incoming, ne? Der ist jetzt nicht so hoch wie bei Rain oder so, aber trotzdem. Es ist heiß. Jetzt kommt der Kampf. Achtung. Schaut genau hin und helft mir, das rauszufinden. Okay, kein Bade im Team. Aber Achtung, schaut euch das Board an. Eigentlich habe ich bei der Boarderöffnung fast schon gewonnen. Schauen wir. Nochmal abgleichen, ob das so passen kann. Also die Idee ist natürlich grün killen und gelb schützen, ja, ist klar. Und nicht mal so ein brutal gefährliches Team. Klar, Meresang kann nerven mit ihrem Mana-Zeugs. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dich instant killt, zumindest nicht so lange, also instant dann auch nicht, wenn Ferus auslöst. Aber kannst du dich dagegen nicht schützen, ist halt Polak offen. Polen offen, Entschuldigung. So, ich sehe natürlich den Vierer und oben den Dreier und weiß eigentlich. Sollte meine Li Shu dann voll sein, oder hab ich irgendeinen Fehler drin? Müsste doch. Achtung. Und es ist nichts drauf, ne? Also der Kampf hat gerade angefangen, kann noch nichts drauf zu sehen sein, aber da kommt auch kein Passiv nach. So, jetzt drei. Ja, jetzt mache ich, glaube ich, den Fehler. Und gehe nicht gleich auf Gelb. Ja, check gleich, da geht man gleich auf Gelb, ne? Aber es ist noch nichts drauf, es ist noch nichts passiert. So, und jetzt mit der Dragon Bomb müsste sie doch voll sein. Wieso ist sie denn nicht voll? Und das kostet mich den Kampf. Brauche ich da 29er Magier oder was? Das waren doch sieben Steine. Vier, drei und die Dragon Bomb. Das müsste doch locker reichen. Das hat mich den Kampf gekostet. Ich könnte kotzen, ey. Echt? Ich könnte kotzen. Habe ich einen Denkfehler drin? Also Truppen sind ja nicht so meine Stärke. Eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass die oben sind, dass ich nicht denken muss. Ja? So, ich habe gestern ein Video von Connor gesehen, der sagt das auch. Ne?
mit seinen Truppen, weil er nicht denken will. Und das ist bei mir eigentlich auch so. Ich will auch nicht denken. Ich will einfach die Truppen stellen, ein bisschen halt Sticks oder Magier oder so. Und dann muss es klappen. Aber das hat mich den Kampf gekostet halt, dass die nicht voll waren. Ne? Und das, Entschuldigung, das tönt mich total ab. Das tönt mich total ab. Ich hasse sowas, wenn ich einen Plan habe. Und also ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und in dem Fall hat er halt nicht funktioniert. Und deswegen ist es scheiße. Sagen wir es so, ne? Ist einfach abgefuckt. Und ich frag da auch mal, nochmal, ne? Es war doch die 20er. Ich habe jetzt wieder nicht geguckt, aber 20er Magier, hä? What the fuck? Doppelkostüm, 7 Steine. Hä, habe ich was verpasst? Muss hier auf 23 sein, oder? Hol mal das schnell ab, schauen nach den Truppen. Und da gucken wir es uns an. 20er muss es gewesen sein. Ich habe ja nur 2 Gelbe gehabt. Da wird automatisch dann die 20er mit reingenommen. 29, 20. Und die 20er ist eine Magier. Wo ist der Fehler? Wo? Also wahrscheinlich ist es obvious, ne? Also es ist ganz klar für euch. Für mich war es nicht klar. Ich habe gedacht, mit 7 bin ich voll. Doppelkostüm, Kostümbonus. Naja, so ist es dann. Hat mich den Kampf gekostet. Den Ballon habe ich immer noch nicht gekauft, ne, für Hator. Das muss ich heute mal machen. Kommt ja auch kein neuer so lange, aber ich kaufe die eh nie, ne, das jetzt mal. Ja, und bin auch am Überlegen, es gibt ja jetzt, ich weiß nicht mehr, 4,49, diese 150er Wappen, der kostet 18 Euro, 150, 300 für 10, 450 für 15, ja, für 14, ne? 600 hätte ich da aus dem Ballon, glaube ich, 600 Wappen. Aber da sind halt auch welche dabei, die ich gar nicht brauche. Ich brauche eigentlich nur Zauberer, obwohl Kleriker ist, glaube ich, noch dabei und die kann man ja auch immer brauchen. Von dem her schauen wir. Vielleicht kaufe ich ihn noch. Hallo, hallo, hört ihr meine Stimme? Klingt die nicht sexy? Nein, ich habe nichts genommen, alles gut. So, das Pengi-Team. Selten, selten gespielt. Ich spiele Pengi eigentlich wenig, weil meine Bera nicht gebreakt ist. Finlay ist natürlich klasse hier mit diesen ganzen Boni, die unterwegs sind. Da geht er immer auf alle. Gefährliches Team, aber ich habe für die 2 Gelben hier meine 3 Lilanen dabei. Genau, und er braucht wirklich halt nur die 17er, ne? Pengi braucht die 29er, ist klar. Ich gucke noch, ob die Magier besser ist oder die gewöhnliche Mana-Truppe. Hab hier mehr Angriff, mehr Schild. Und dann let's go, würde ich sagen. Das Pengi-Team mal wieder. Egal, freut mich immer, wenn ich sowas mal im Krieg spielen kann. Ich habe ihn lange nicht im Krieg gespielt. Okay, und dann sowas, ne? Aber wir müssen das Board cleanen, so viel ist klar, und haben auch die Chance mit Grün in Gelb, in. Und das hat auch super funktioniert. Ne? Da bin ich natürlich nicht unglücklich drüber. Trotzdem kriege ich sie nicht dazu, dass sie nicht auslöst. Ich könnte die Dragon Bomb machen, entscheide mich dagegen. Jetzt haben die natürlich das Ausweichen drauf, deswegen gehe ich hier all in, weil ich eh noch warten muss. So, Minions. Heilung, Schild oben und gib ihm Ausweichen. Denn ich brauche hier noch ein bisschen Zeit. Ich habe blau gesehen natürlich.
Wollte, aber das reicht ja nicht, ne? Muss ja Steine generieren irgendwie. Tja, und dann verließen sie ihn, ne? Keine einzige Kombo mehr. Er kommt, fräst durch, ausgewichen, sehr schön. Die zwei Außeren allerdings nicht, aber das kann man auch nicht verlangen. Er fährt hier drüber, killt mir meine Minions bis auf den Fitze. Und der Spott ist an. Das bedeutet für mich, ich muss hier schauen, dass ich so lange überlebe, bis er weg ist. Und das mit dem Diamanten klappt das auch ganz gut. Denn ich habe jetzt wieder, allerdings ist Camilla auf 2, reicht ihr aber nicht. Aber fast, ne? Das ist schon auch heftig. Camilla ist echt heftig. Ich komme ja auch gar nicht mehr hoch mit der Heilung. Also nochmal auslösen wäre schlecht. Aber wir haben eine Reihe Minions. Machen erst das, dann das. Finley geht auf alle, batscht sie raus. Und dann darf Pengi wild draufschießen. Und das reicht dann auch. Nicht unglücklich drüber, dass das funktioniert hat. Aber Camilla ist ja echt wild. Aber sie braucht halt die zweite Auslösung, glaube ich, ne? Also zweite Mana-Stufe. Aradia braucht dafür nichts. Also ihre erste Aufladung reicht. Da ist die schon besser. Und ich habe sie nicht gezogen, hey. Dafür Sel und Janna. Janna wird dann auch als nächstes nach Hathor gleich hochgezogen. Nicht Meeresang, sondern Janna. Ja, dann gehen uns so langsam die Teams aus, die Helden. Muss das alles umstellen. Spielen hier den roten Damage Stack. Und nehmen als Support Team Lila mit. Und zwar. Oder grün? Hä? Grün, grün, grün? Nee, lila. Meine Annabelle, oder doch grün? Okay. Dann kommt Lila nachher. Wie gesagt, ich spreche es nach, weiß nicht mehr, was kommt. Ist ja schon eine halbe Stunde her. Von dem her schauen wir uns das an. Okay, das ist natürlich richtig gut grün. Rot geht ein bisschen ab, aber es geht auch noch. Ja, das war schon mal okay. Da habe ich natürlich Glück. Und ich ziehe die rüber, weil ich natürlich dann auch noch gern rot gehabt hätte. Aber das kam nicht. Von dem her muss ich mich hier zufrieden geben mit dem, was ich habe. Und ich zünd ihn auf 1. Ich zünd ihn einfach in der Hoffnung, dass Bastet noch vorher stirbt. Das Problem ist so ein bisschen, Mioni wird gleich auslösen, weil das die einzig sinnvolle Stelle ist, wo ich spielen kann. Ne? Hier gelb. Unten genau und gucken, ob da rot reinrutscht. Rot rutscht nicht. Und jetzt wird's. Die Heilung kommt nicht ganz an gegen den Brand. Jetzt rutscht rot hoch. Und zwar in Mengen. Ja, das wird zum Problem, denn ich habe kein Grün. Und Ross löst aus. Aber Levena ist hier an und kann ziemlich. Schon mal drauf, Talente sind weg und Ross ist tot. Das gefällt mir. Das Problem ist, der Panther löst gleich aus. Aber ich habe noch drei Helden, die ziemlich gut beieinander sind. Ja, nochmal darf das natürlich nicht passieren. Aber ich bin ja eigentlich in good shape.
Und es hätten 6 von 6 werden können, ey. Also irgendwas. Keine Ahnung, ich bin natürlich, wie gesagt, nicht der Truppenfachmann, war aber die ganze Zeit der Meinung, 7 Steine reichen. Mit einem Doppelkostüm und einer 17er. Und es war ja eine 20er. Ich meine, die gibt nicht mehr, die gibt ja schon 23 mehr. So, dann haben wir noch einen. Einen haben wir noch. Schauen wir uns an, was noch geht. Natürlich total Humbug, was er mir da vorschlägt. So kannst du nicht spielen. Den Almo, der muss schon rein. Müsste eigentlich noch mal ein Almo doppelt breaken. Nächsten Monat. Manchmal kein Fünfer, manchmal Vierer. Weil außer Annabelle und Almur ist da halt, doch Waddles noch. Und spiele ihn so selten nur in 4-Sterne-Turnieren. Weil er halt nur auf einen geht, ne? So, kurze Gedankenpause, schauen wir uns die Gegner an. Ich glaube nicht, dass es vorteilhaft war, dass sie so bunt gestellt haben. Ich glaube, das gab uns in der Breite schon mehr Möglichkeiten, nur das Problem ist, dass sie halt auch trotzdem, dass es bunt ist, dann Superhelden da stehen haben einfach und viele von uns keine Steine gekriegt haben. Also wir sehen das ja immer in dem Chat, wo es die ganzen Videos gibt offline. Zeto ist mega gefährlich, mein lieber Freund. .320 und .160 auf die anderen, 320 aufs Ziel und 160 auf alle anderen. Das zweimal und dann bei dem Attack-Wert, ne? Ja, aber gegen die krassen Heiler heutzutage muss ja auch was kommen. So, Stille herrscht, denn ich weiß nicht, was soll ich euch erzählen. Es ist noch ein Angriff, dann bin ich mit 5 hier raus, wenn der funktioniert. Und ich hoffe mal, das tut er. Und da gehe ich auch arbeiten. Und lass den Tag Tag sein. Werde es hoffentlich gut durchstehen, hey, so krank wie ich bin, aber ja, was wir zu machen, geht ja nicht anders. Ne? Arbeiten muss ja Geld rein, sonst können wir nicht mehr beschweren. Barclay. Projektil, Mann. Dieser Fiend, der ist natürlich auch dreckig, und der ist auch dreckig. Mit dem Schwanentanz, ne? Denn dann alle tanzen, ist echt mies. Das sieht doch ganz nett aus. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, ein langsamer rutscht rein, aber er macht verheerend Schaden. Und ich hoffe, mir ein bisschen Zeit zu erkaufen können hier mit Lepiota. Muss natürlich aufpassen, weil Annabelle schlicht alles dispelt. Beim Gegner und bei dir.
Let's go, letzter Kampf. Der Dia macht es natürlich leichter, trotzdem, dass halt ein Grüner ist, wird er lange auslösen, weil ihm die Steine einfach nicht genug weh machen und das macht schon weh. Aber wir können jetzt eine Seite rausnehmen. Habe ich gedacht. Und da sehen wir mal. Es reicht nicht mehr für eine ganze Seite, ne? Und Maat ist einfach, die ist da nicht gut genug. Und da zitter ich noch ein bisschen, aber ich habe Annabelle. Ne? Ich kann ja alles runterholen, zack, zack, alles weg und kann dann erstmal den Panther verstecken. Obwohl ich da nicht weiß, Archie war ja näher dran. Ne? Vielleicht wäre es schlauer gewesen, hier Archie zu verstecken. Die zwei Steine hätten nicht gereicht in Lila, deswegen habe ich die nicht gespielt. Die kann ich danach spielen, wenn er ausgelöst hat. Habe ich aber auch nicht gemacht. Yo. Da reicht Almur, ein Antippen reicht und Maat reicht hier. Vielleicht doch noch eine Quenelle in Grün. Dann kann man sicher sein. Okay, Leute, ich glaube, also der Krieg wird verloren sein, denke ich, ne? Es ist hier, wir haben 20 Angriffe oder so weniger. Werden wir gleich sehen, ich schaue bestimmt gleich rein. Wir sehen ja auch, was noch steht. Ne? Das sind, also das sind schon üble Teams. Ne? Das ist nicht angenehm zu bespielen hier. Ne? Diese Hathor Tanks, wenn du nicht gleich Steine kriegst, dann ist da ruckzuck ein Schild drauf, dass alles zu spät ist. Dann kommen daneben die Hardhitter und ruckzuck kann es in die Hose gehen. Ne? Das ist schon echt unangenehm, undankbar. Aber ja, so ist es halt. Ne? Also wir werden nicht mehr mit leichten Gegnern zu tun haben und das ist auch okay. Ne? Ist ja mit Absicht hier so gewählt, die Ali, dass es ein bisschen höher geht. Und ich mache das ja auch ganz gut, oder? Und wenn der eine oder andere der Meinung ist, ich kann gar nichts. Sagt meine Ex übrigens auch. Nee, sagt sie nicht. Natürlich nicht. Was soll sie mal machen, ey? Okay, Leute, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Grüße gehen raus. Euer SK.